Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer vierten Vorlesung hier im Rahmen der Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation an der Hochschule für Technik in Stuttgart, in dem wir uns jetzt mit Gestaltungszielen und Ebenen auseinandersetzen möchten. Bevor wir das tun, schauen wir uns erst einmal an, was eigentlich Gestaltungsdefizite ausmacht. Wie äußern sich diese? Es gibt verschiedene Symptome. Nutzer könnten überfordert oder unterfordert sein. Nutzer könnten Schwierigkeiten haben, Funktionalität zu verwenden oder zu verstehen oder eben auch mit dem System zu interagieren und damit die Funktionalität letztlich wirklich auszulösen. Welche Ursachen können jetzt dahinter stehen, dass es zu diesen Symptomen kommt? Das eine könnte sein, dass wir eine ungünstige Aufgabenteilung haben. Also Menschen müssen eben gerade viele Routinetätigkeiten ausführen, die eigentlich Rechner übernehmen könnten, oder Menschen müssen Dinge verschieben, dem Rechner Informationen bereitstellen, die eigentlich man sich automatisch besorgen könnte. Oder auch umgedreht, der Rechner übernimmt bestimmte Berechnungen und die Menschen verstehen gar nicht mehr, welche Ergebnisse eigentlich dahinter stehen. Es kann daran liegen, dass es hier fehlende Funktionalität gibt, so wie bei dem Automatisierungsbeispiel. Etwas ist einfach noch nicht als automatische Funktion verfügbar. Es kann aber auch daran liegen, dass Sie eben die Ergebnisse einer Berechnung gar nicht mehr verstehen können, weil einfach Sie schlechte Informationsdarstellungen haben. Sie bekommen nicht die Informationen, die Sie brauchen, um es zu verstehen als Nutzende. Oder Sie haben Schwierigkeiten in der Interaktion, sprich diese Informationen überhaupt abzurufen. Es kann auch schlicht am falschen Gerät liegen oder als Ursache mangelndes Vorwissen könnte auf fehlende Schulungen zurückzuführen sein. Gerade bei Neu- oder Umgestaltungen ist das ja oft der Fall, dass man Nutzende erstmal wieder schulen muss, bis sie volle Produktivität erlangen. Oder man muss eine ganze Weile warten, bis sie das von alleine schaffen. Effizienter ist meistens eine strukturierte Schulung. Welche Gestaltungsziele erkennen wir denn? Es gibt zum Beispiel vom VDI eine Dreiteilung in Kompetenzförderlichkeit. Sie wollen also Lernen unterstützen initial. Sie wollen Handlungskompetenz behalten beim Nutzenden und sie wollen die Qualifikation, die bereits dort ist, nutzen können. Zweiter Block wäre die Handlungsflexibilität, sprich, wenn sich die Aufgabe etwas ändert, dann kann ein Nutzender reagieren, indem man vielleicht einen alternativen Weg geht. Führt dann oft dazu, dass sie in der Oberfläche mehrere alternative Wege anbieten müssen und Nutzende oft nur einen Teil dieser Wege kennen, aber je nach Präferenz auch tatsächlich unterschiedliche Wege verwenden. Denken Sie daran, dass eine Funktion zum Beispiel über einen Menüeintrag, über einen Shortcut-Button oder auch über einen Tastatur-Shortcut erreichbar sein kann, also ein Tastenkürzel, und dass Nutzende wirklich diese unterschiedlichen Wege auch verwenden, teilweise je nach Kontext oder teilweise immer einen und denselben Weg. Als drittes ist zu nennen diese Aufgabenangemessenheit. Das spiegelt wieder die Kriterien, die Sie aus der ISO 9241 schon kennen. Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, die sich dann in Benutzerakzeptanz äußert. Das hier nochmal kurz aufgegriffen. Die Gebrauchstauglichkeit, ein Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Das kennen Sie schon, also genau diese Dreier. Kriterium Effektivität, erreiche ich hier überhaupt das richtige Ziel? Effizienz, erreiche ich das Ziel auch mit zufriedenstellendem Zeithorizont und Zufriedenstellung? Bin ich insgesamt mit der Benutzung zufrieden? Habe ich den Eindruck, dass mir ein System keine Steine in den Weg legt? Jetzt gibt es verschiedene Ebenen der Gestaltung. Wenn Sie überlegen, nicht alle Werkzeuge bestehen nur aus Software, sondern wie schon erwähnt, eine Unternehmung ist oft ein soziotechnisches System, besteht also aus einem gestalteten sozialen Zusammenleben, oft im Rahmen Organisationsgestaltung, und besteht aus Technik, sprich Hardware, Software und aus den Menschen. Und wie gestalte ich das jetzt hier auf der Organisationsebene? Teile ich die Aufgaben zwischen Menschen und Maschinen? Da haben Sie eben auch schon gesehen, dass das auch zu Gestaltungsdefiziten führen kann, wenn das ungeschickt gelöst ist. Und ich gestalte eben auch meine Arbeitsabläufe. Auch das kann wiederum zu entsprechenden Defiziten führen. Und erst danach komme ich aus dem Organisationsbereich heraus in die Softwareergonomie rein, was jetzt der Fokus unserer Betrachtung sein wird.
Also, welche Anwendung oder Werkzeug erweist sich als geeignet? Wie müssen dort Dialoge gestaltet sein? Welche Ein-Ausgaben gibt es? Und darunter liegt natürlich dann noch die Hardware, auf die diese Software läuft. Was Sie auch sehen, ist, dass natürlich Ihr Gestaltungsspielraum, je weiter Sie in den Ebenen nach oben, sprich jetzt nach außen gehen, immer größer wird. Ganz oft ist es auch so, dass Sie, wenn eine Software ein Defizit aufweist, Sie diese Dinge erstmal auf organisatorischer Ebene regeln. Also Sie geben zum Beispiel eine Anweisung an die Fachkräfte im Unternehmen heraus, nutzt bitte das System genau in der und der und der Art und Weise, indem ihr die Funktion in der und der Reihenfolge aufruft, und damit umschifft man genau einen Fehler, der in der Anwendung vielleicht existieren mag, oder eine Ungeschicklichkeit, und hilft so allen Fachkräften, die die Anwendung nutzen, dass sie produktiv arbeiten können. Man hat also nach außen mehr Gestaltungsspielraum, wenn es Richtung Organisationsanweisungen und Ähnliches geht.